Okay. Liebe Menschen, ihr müsst keine Angst haben. Ich möchte euch dazu ein paar Zahlen nennen, die ich in den letzten Monaten verfolgt habe. Einige kennt ihr wahrscheinlich schon. Die Lebenserwartung in Deutschland ist 81 Jahre. Das ist eine Zahl von Eurostat, das ist die offizielle Statistikseite der EU. Das Durchschnittsalter der an Covid oder mit Covid-19 Verstorbenen ist auch 81 Jahre. Das ist kein Killer-Virus. Was ist es dann? Das RKI hat knapp 9000 Tote gezählt. Das klingt sehr viel. Aber wie sah es in den letzten Jahren aus bei der ganz normalen Influenza-Grippe? Auch da gab es schwere Fälle. Im letzten Jahr waren es ca. 25.000 Tote. Schätzung vom RKI. Die Jahre davor waren es 15.000 bis 20.000 Tote. Das ist auch eine Schätzung vom RKI. Das heißt, das sind so normale Jahre sind 15.000 bis 20.000 Tote. Ja, das ist ganz normal. Dagegen ist diese Saison relativ harmlos. Der Jahresbericht vom RKI zu Influenza ist noch nicht veröffentlicht, aber es zeichnet sich ab, dass diese Saison in der Summe eher eine harmlose Grippesaison war. Dass man mit diesen Zahlen niemanden Angst machen kann, weiß auch das Innenministerium. In ihrem geliebten Strategiepapier steht, dass man mit der Fallsterblichkeitsrate bei den meisten keine Schockwirkung erzielen kann. Ich zitiere dieses Strategiepapier. Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentualen, unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unbewusst und uneingestanden, naja, so werden wir die Alten los. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Und da kommen jetzt drei Empfehlungen, wie man den Menschen Angst machen kann. Ich nehme davon nur die widerlichste und zitiere weiter. Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie sich vergessen haben, die Hände zu waschen, ist das das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Das ist eine Anleitung, um unseren Kindern Angst zu machen. Das heißt also, das Innenministerium macht sich Gedanken, wie sie uns schockieren können, damit wir dann das von ihnen fordern, was sie wollen. Alle Macht geht vom Volke aus, sieht anders aus. Das ist, alle Macht geht von der Politik aus. In dem gleichen Strategiepapier wird immer wieder betont, dass man die Testkapazität steigern und möglichst viel testen muss. Das hat mich sehr gewundert, da die Qualität der Daten eigentlich viel wichtiger ist. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Die ist frei erfunden. Vor einem Jahr hätte ich wahrscheinlich noch gedacht, blödsinnige Geschichte, aber ihr werdet es mal sehen. Die Polizei stellt Anfang März einen Blitzer auf, um die Anzahl der Raser zu messen. In der darauffolgenden Woche stellen sie drei Blitzer auf. Wie viel mal so viele Raser zählen sie nun? Drei, ja, ist nicht selbstverständlich, habt ihr gut geraten. Der Polizeipräsident schließt daraus, dass sich die Zahl der Raser in einer Woche verdreifacht hat. Er erkennt darin eine Exponentialfunktion. Modellrechnungen ergeben, dass es in diesem Jahr 1 Million Verkehrstote geben könnte. Das Parlament traut sich nicht mehr auf die Straße und zieht sich ins Homeoffice zurück. Es beschließt ein Gesetz, das das Verkehrsministerium ermächtigt, die Schulen zu schließen, Hausarrest zu verordnen und das Tragen von Masken zu erzwingen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Tatsächlich wurde im März die Anzahl der Tests fast verdreifacht. Daraus wurde geschlossen, dass die Anzahl der Infizierten nun exponentiell steigt. Und das war die Rechtfertigung für all die repressiven Maßnahmen, unter denen wir leiden. Was für ein Irrtum und was für Auswirkungen.
Tatsächlich stieg die Zahl der Infizierten linear. Das kann man leicht erkennen, wenn man den Prozentsatz der positiven Tests betrachtet. Inkompetenz oder Absicht? Und manch einer wird das vielleicht jetzt fragen, was ist da der Unterschied linear oder exponentiell, steigt doch beides. Der Witz ist, Exponentialfunktionen steigen so schnell, damit kann man Modelle machen, mit denen man auf 1 Million Tote kommt oder 10 Millionen oder auch 100 Millionen. Mit linearen Funktionen geht das nicht so einfach. Anfang April war für mich dann spannend, ob sich die Kurve wie eine normale Grippewelle verhält. Die wird nämlich im April üblicherweise immer kleiner und ab Mai gibt es kaum mehr Erkrankungen. Ja, das ist jedes Jahr fast dasselbe. Und tatsächlich, genauso verhielt sich die Kurve der Covid-19-Infizierten. Seit Anfang Mai ist die Zahl der Infizierten auf niedrige Werte gesunken. So, jeder Test hat eine Fehlerquote, die False-Positiv-Rate der Tests, die ist bei dem Test angeblich bei 1,4%, das ist ein ganz guter Wert. Und jetzt meine Frage wieder an euch, wenn man nur Nicht-Infizierte testet, bei wie viel Prozent springt dann der Test positiv an? 1,4. Und seit Wochen liegt diese Positivrate unter 1,4. Das heißt, rein mathematisch gibt es keine Infizierten mehr. Und noch eine Zahl. Also das RKI hat zwei Abteilungen. Die eine sind für Corona zuständig, die andere für Influenza. Die reden offenbar nicht oft miteinander. Aber im Tagesbericht von Corona haben sie jetzt doch mal eine Zahl untergebracht, die sehr interessant ist. Jetzt bringen wir mich aus dem Konzept. Der Anteil von Covid-19 an den schweren Atemwegsinfektionen. Was meint er, wie hoch der ist? Also das sind die Leute, die wegen einer Atemwegsinfektion ins Krankenhaus kommen. Wie viel Prozent davon haben Covid-19? 0,5! 0,5 ist knapp daneben, das sind 3%. Und da frage ich mich, wer kümmert sich eigentlich um die anderen 97%? Gibt es dann auch einen Lockdown dafür? Jetzt richte ich mich an die Politik. Worauf wartet ihr noch? Diese Zahlen können nicht weiter sinken. Was muss passieren, dass die repressiven Maßnahmen endlich beendet werden? Ich habe inzwischen viele Bekannte, die das Ganze sehr kritisch sehen und sich fragen oder sagen, das muss doch jetzt mal vorbei sein. Und ja, die Grippewelle ist vorbei seit Anfang Mai. Da hinten, Pippi Langstrumpf hat irgendwo so ein schönes Plakat gehabt, da sieht man das sehr schön. Aber diese Maßnahmen werden nicht von alleine vorbeigehen. Wir müssen aktiv werden. Ihr seid aktiv, ihr seid hier. Vielen Dank dafür. Und gebt euch selber einen Applaus. Danke. Vielen Dank an den Lars. Wo ist er denn? Ein Applaus!